Heute mal ein bisschen Informationen über Trackmania. Also ich spiele Trackmania und erzähle euch dann, was so alles neu ist. Und ich glaube, die Strecke bin ich schon mal gefahren. Die kommt mir so schrecklich bekannt vor. Und das leckt, warum leckt es gerade? Nein, das ist nicht schön. So. Oh oh. Ah, fein. Also ich brauche nur ein Gamepad. Mein Alter hat einen Löffel gereicht, beziehungsweise der Joystick will nicht mehr so reagieren, wie er soll. Der Grund ist ziemlich blöde, deswegen werden mich wahrscheinlich wieder 10 Leute abonnieren. Ihr wisst ja, dass ich gerne mal rage, wenn mich irgendetwas tierisch aufregt. Dazu zählt es, wenn ich in Sonic Generations wegen technischen Mängeln oder weil der Gamepad einfach nicht tut, was er tun soll, ausflippe während Speedruns, wenn ich einen Speedrun versuche. Da ist es tierisch wichtig, dass wirklich alles funktioniert, alles 100% perfekt ist. Das passiert so dermaßen selten bei Speedruns. So, deswegen ist der Gamepad im Eimer. Ein neuer ist schon bestellt. Das kann nur halt noch ein paar Tage dauern. Außerdem brauche ich den Gamepad auch, um Spyro zu let's playen. Das heißt, das muss warten. Als nächstes werde ich Sonic Riders aufnehmen. Ich habe da zwischendurch eine Aufnahme mit Shadowfang gemacht. Aber bei dem ist so ein Echo zu hören und Pinnacle Studio will obendrein das mit dem Beschleunigungseffekt, den ich eingesetzt habe, um diverse Delay-Stellen auszumerzen, will der einfach mal nicht machen. So, das ist schon das Hauptproblem, deswegen muss ich den Teil nochmal aufnehmen. Die ganzen Missionen sind schon auf extrem, Perfektionist wie ich bin. Ihr müsst also auch noch darauf warten. Und ich habe vor, The Secret of Monkey Island weiter zu let's playen, was ich ja eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen habe. Tut mir leid. Mein Interesse weckte das Spiel gerade nicht, vor allen Dingen, da ich nicht so darauf stehe, weil ich in dem Spiel nicht weiterkomme, dass ich Blind LP. Ja, von dem ich also gar nichts weiß. Und ich weiß von Monkey Island wirklich fast überhaupt gar nichts. Nur, dass er LeChuck in den Arsch tritt und dass der im zweiten Teil Rache üben will, das verrät der Titel. Und das ist nicht so schön. Ja, das sind eigentlich schon alle Informationen fürs Erste. Ich kann auch am Hinter let's playen, wenn ihr wollt. Das Spiel habe ich ja schon durch, zweimal, dreimal. Ich kenne die Stellen, die wichtig sind, und ich weiß auch, dass das ewig dauern wird, weil ich ein Schisser bin. Ich hasse es, wenn er so anfängt zu lecken, gerade an den Kurven, wo es wichtig wird. Da wäre ich schon jetzt nicht mehr durchgekommen. Der Server, auf dem ich jetzt fahre, der ist eigentlich gar nicht erreichbar. Das ist UDDP Hardware Café. Köln. Das ist so doof. Ich habe letztens versucht, einen Kumpel mit auf den Server zu holen. Das ging nicht. Der konnte nicht über mich verbinden, wobei Trackmania sowieso dabei ziemlich langsam ist. Ich spiele die Free-Version, also nicht United Forever, sondern Nations Forever. Er wartet also nicht allzu viel. Und ich kann euch versprechen, sobald Sonic Riders zu Ende ist, wird No More Heroes folgen, gefolgt von No More Heroes 2. Und ich werde versuchen, beides auf Bitter zu spielen. Sollte das nicht gehen, ich werde auf jeden Fall ein Backup, eine Backup-Datei haben, sollte es mal nicht so gut auf Bitter laufen. Dass es auf jeden Fall weitergeht. Ich werde aber jeden Boss auf Bitter versuchen, das kann ich euch versprechen. So, wir haben noch 52 Sekunden, um zu quasseln. Gut. Eine Sache noch, es kann sein, dass ich eine ganze Weile nichts hochlade, weil ich gerade privat ein bisschen Stress habe. Ich habe euch über die Projekte informiert, aber nicht über den Uploadplan. Und der Uploadplan sieht so aus, dass ich erstmal nur hochlade, wenn wirklich die Zeit dazu ist. Unser total phänomenales Modem, unser neues, hat zwar immer Internet, aber das Blöde ist, ich komme, seit wir das Ding haben, mit der Wii nicht mehr ins Netz. Die Verschlüsselung ist WPA2 und ich kann mich nicht in den WLAN-Router einloggen. Na, wir haben ganz neues Modem-WLAN-Router-Dingsy von Vodafone geschickt bekommen. Den Schlüsselcode haben wir erst 4 Wochen später erhalten und dann auch nur über Telefon, wobei die gemeint haben, wir schicken euch das über Brief, bla bla. Da ist die Zeit auch schon rum. Ja, wenn einer eine Lösung dafür hat, wie ich da reinkommen kann, weil mit Admin1234 oder Admin oder sonst was, das hat nicht geklappt.
Es ist eine Easy Box. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Seriennummer das Scheißding hatte. Ich weiß nur, wie ich mit wie ich alle unsere Rechner hier im Haus mit dem Internet verbinden kann. Das war's. Ich habe gegoogelt, es könnte eine Einstellung von der Firewall sein in dem WLAN-Router, aber ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist die Wii nicht besonders scharf drauf, sich einloggen zu lassen, beziehungsweise die kann sich nicht einloggen aus irgendeinem Grund. Wenn ihr jetzt eine Lösung habt, sagt mir bitte, ich bin für alles offen, was das betrifft. Und see you next time.